Gab es etwas, wo man aussprechen muss, oder war das, wie ihr telefoniert, und es war wie damals? Also das Telefonat selber war schon wie damals, aber wir haben natürlich auch unter uns dann auch Sachen angesprochen. Und ich glaube auch, dass vieles, was damals war, so, oder was wir dachten, was war, schon auch auf Misskommunikation oder auf wenig Kommunikation zurückzuführen ist, so, weißt du? Und wenn man dann halt nicht so täglich miteinander schreibt oder redet und... Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Jules, das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, jetzt ist ja, ihr habt lang genug gewartet, bis diese Was los erscheint. Ich habe selber lange genug. Freunde, das eigentlich nach dieser Was-Los-Sendung könnte ich endlich mal Urlaub machen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange habe ich, jeder mich verfolgt, weiß es, vielleicht 2 oder 2,5 Jahre lang durchgezogen. Ja, 8 Folgen die Woche. Freunde, hier ist sie. Die Folge. AZ Cool S zusammen One bei mir, bei Was-Los. Was soll ich euch erzählen, Freunde? Es war überdimensionale Gänsehautstimmung, als sie sich auf der Bühne getroffen haben und Songs performt haben. Ich kann nur sagen, Freunde, das war eure Chance, das zu sehen. In Berlin gibt es noch eine Chance. Brainwash kommt am Start, seht euch das an. Und jetzt lasse ich mal die beiden reden. Also, wir sehen uns am Ende der Sendung wieder. Da habe ich genug Zeit noch zu Fantalken. Freunde, ich halte das Intro kurz und ich sage viel Spaß. Wir sehen uns am Ende noch einmal wieder. Yes, so. Yes, yes, yo, da haben wir ihn, Cool S, King of Rap und AZ, der Boss, zusammen zum ersten Mal seit wie vielen Jahren, kann man das sagen? Oder ich weiß gar nicht. Zusammen auf der Bühne seit wie vielen Jahren? Zusammen in einem 5, Bild, in einem Video. Ich habe vorhin mal gesagt, locker 10 Jahre, aber es gefühlt. Es fühlt sich so, auf, also ja. Es fühlt sich wie 10 Jahre an, definitiv. Irgendwie. Ja. Weil wir haben ja auch... So, wir haben ja nach dem Album eigentlich, wir haben ein paar One-Auftritte gemacht, aber danach haben wir ja, auch wenn wir zusammen performt haben, haben wir dann ein paar Sachen gemeinsam performt und dann jeder seine Tracks, so, aber es waren dann halt nicht mehr so One-Shows in dem Sinne. Daher fühlt sich, also ich habe das Gefühl, dass es schon lange Jahre, her ist. 6 Jahre, aber auf dem Assassin-Album haben wir noch was zusammen gemacht. Was anderes hieß der Song. Ja. Das war, glaube ich, 2010. Der war auch sehr geil. Der war auch sehr geil. Wie lange habt ihr, Tacheles, wie lange habt ihr nicht mehr miteinander gesprochen, so zeitlich, so gefühlt? Jetzt oder damals, als die Pause war? Wann ist der erste Kontakt wieder gekommen? Der erste Telefonat, das erste, wie geht's dir? Warum war das jetzt vor, ich würde sagen, 2, 2,5, 3 Monate? Das erste Telefonat gemeinsam. So in dem Dreh, ne? Ja. 3, 4 Monate. Davor lief's über jemand anderen so. Wir hatten eh schon von beiden Seiten, so, weißt du, mich haben ja auch oft Freunde gefragt, ja, was ist denn, wenn ihr euch begegnet? Ich so, ja, was soll sein? Also, so, weißt du, wenn ey, cool, damit ist, ich gebe ihm gerne die Hand, und Assad hat genau das Gleiche selber auch, wenn die Leute zu ihm kommen, sind, was passiert, wenn ihr euch begegnet? Was soll denn passieren, so, weißt du? Also, wir sind ja auch erwachsene Männer, Alter. Ich habe das ja auch mitgekriegt, dass die ganze Szene hat ja immer so ein bisschen, also jeder, der euch kennt, privat kennt, also auch, als auch die Fans haben ja immer so ein bisschen gedrückt, ey, was geht und so. Immer wenn ich mit dir Interviews gemacht habe oder mit dir, Azad, immer war ja, ey, frag ihn aber jetzt wegen One, Zwei, frag ihn wegen Savas, frag ihn wegen Azad und so. Das war ja schon krass. Zwischen euch war so ein bisschen halt... Das, weißt du, was einem gefehlt hat? Wie bei Game of Thrones. Das Ding, was passiert ist. Es ist nämlich nichts passiert. Irgendwann war der Kontakt weg. So hat man das Gefühl von außen. Und irgendwann war einfach still. Ne? Es hat einem gefehlt. So, was ist jetzt? So. Ihr habt das beide nie groß öffentlich gemacht. Kann man sagen, es ist einfach ein bisschen auseinandergelaufen. Der eine macht sein Ding, ich mach mein Ding. Oder ist was passiert? Ist irgendwas Grundlegendes, wo man sagt, darüber haben wir uns jetzt mal ausgesprochen. Ohne, dass sie jetzt sagen, ohne jetzt dreckige Wäsche. Einfach nur... Gab es etwas, wo man aussprechen musste, oder war das, wie ihr telefoniert, und es war wie damals? Also das Telefonat selber war schon wie damals, aber wir haben natürlich auch unter uns dann auch Sachen angesprochen, und ich glaube auch, dass vieles, was damals war, so, oder was wir dachten, was war, schon auch auf Misskommunikation oder auf wenig Kommunikation zurückzuführen ist, so, weißt du? Und wenn man dann halt nicht so täglich miteinander schreibt oder redet und wenn dann halt irgendwas ist, weißt du, dass man sagt dazwischen, so, weißt du, und dann gibt es Themen, die dann über, wenn die über 5 Ohren, 5 Münder gehen, dann kommt es auch anders beim anderen an, so, weißt du. Also ich denke jetzt für mich persönlich gar nicht mehr darüber nach, weil das ist für mich gar kein Thema mehr, so. Für mich steht nur im Vordergrund, dass wir jetzt wieder gemeinsam sind, so. Finde ich auch. Also
Das Positive sollte überwiegen, ne? Denkt man nicht vielleicht manchmal, also denkst du nicht manchmal, Mann, Alter, warum habe ich die ganzen Jahre nicht schon wieder was gemacht? Irgendwie die verlorene Doch, Zeit. Doch, auf jeden so, Fall. Weißt du? Das Gefühl, das hatte ich auf jeden Fall auch. Es war eigentlich alles voll unnötig, so. Ja. Das Gefühl war auf jeden Fall. Also auch direkt nach dem ersten Telefonat, es war einfach so eine Chemie da, als wäre es auch gar nicht so lang her gewesen. Und man hat direkt diesen Vibe wieder gehabt. Man hat sich super gut gefühlt. Es war ein sehr schönes Telefonat. Und da hat man sich natürlich auch gefragt, warum war das jetzt eigentlich überhaupt? Wart ihr direkt beide beim ersten Telefonat auch wieder in diesem gewissen, wie hast du es gesagt? Flingo-Modus? Lingo-Modus? Fingo, ja. Fingo-Modus. Ey, ich wünsche mir einen Track namens Fingo-Modus von euch. Wobei jeder Track von euch, ja, Fingo. Ja, das haben wir haben das ja oft auf Tracks gemacht, ne? Auch bei Banana gibt es auch immer diese Geräusche. Und Assad macht ja voll auf diese Backups, diese. Genau. Irgendwelche crazy shit. Ja, oder diese, ey Mann, wir schaffen das nicht mehr. Doch, wir haben nur noch Zeit. Wir schaffen nicht mehr, glaub mir. Ja, Mann. Bester Mann, dieser Techniker, der das aufgenommen hat. Und dann Robin. Bester Mann, der Robin. Geil. Aber das ist am Ende, dass ihr beiden so schnell wieder am Start seid und dann so schnell wieder zusammen auf der Bühne seid. Das ist unglaublich eigentlich. Also, hat sich das jetzt so ergeben, einfach wegen dem Brainwash-Ding? Oder hättest du zwischendurch mal gesagt? Weil ich muss sagen, auch wenn man eigentlich wusste, ihr habt eigentlich keinen Kontakt, habe ich immer wieder, wenn du den Track gebracht hast, den ihr, du bringst immer einen Track auf Tour, den ihr eigentlich zusammen so drauf seid. Du hast manchmal aber einen Track, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht mehr welchen Track. Monster Shit, genau. Das hat, also, dann hat man immer das Gefühl, vielleicht kommt er jetzt doch von der Ecke raus. Vielleicht kommt er ja doch von der Ecke. Wir hätten es auch andersrum machen können, wenn jetzt Assa gesagt hätte, ey, ich bin eh beim Splash. Ja. Du trittst da nicht auf, aber von Berlin ist nicht so weit, würdest du vorbeikommen, dann hätte ich das genauso, also auf der anderen Seite hättest du auch gemacht. Hauptsache, es ist ein geiler Moment, so weißt du. Das hat sich jetzt angeboten, weil wir zwei Shows und weil das ganze Ding hier, auch für mich persönlich in irgendeiner Form, Silla hat heute getwittert, Familientreffen, so ist es auch ein bisschen, weißt du. Amar ist hier, weißt du, mit dem habe ich Tracks gemacht, der hat mit Assa Tracks gemacht, Silla hat mit Assa Tracks gemacht, so. Also das überall ist so schon auch eine Connection, manchmal über zwei Ecken, aber ja, genau. Ja, klar. Ja, das ist schon ein bisschen Family-Shit. Also ich finde, ich habe dir das ja bei Rap for Good gesagt, du hast echt eine gute Auswahl und vor allem hat man nicht das Gefühl, dass du nur deine Lieblinge holst, zum Beispiel mit Casey ist auch jemand dabei, so. Also mit jedem, weißt du, Casey war hier, Lars ist hier, man hat man das Gefühl, verstehen die sich denn, aber am Ende war er echt cool, du hast es drauf, dieses Movement, dieses Festival-Movement. Nee, ich mache einfach den Kopf frei, Alter, so. Einfach, ja, genau, keine Politik. Ab einem gewissen Alter hört mal auf mit dem Quatsch, Alter, dann sag... Du bist auf dem Rap-Film hängen geblieben. Ja, genau. Ja, ey, es freut mich total. Ich will euch auch nicht volllammern, ihr müsst ja gleich auf die Bühne. Es freut mich wirklich nach so vielen Jahren, dass wir gemeinsam hier am Start sind. Es ist Hip-Hop-Geschichte, wollen wir das nicht hier untertreiben. Aber geht ihr gleich auch, also ihr dürft das ruhig verraten, weil ich werde das ja nach dem Auftritt senden. Werdet ihr gleich Songs auf der Bühne zusammen machen? Und wie? Sag nur wie. Oder nehmen wir dann in Berlin was vorweg? Nee, ist jetzt egal. Vielleicht nicht. Aber so, die Leute werden es sagen, egal, warum habe ich das gesagt? Die Leute werden es posten. Nee, wir machen ein paar Songs gemeinsam. Das ist der Plan einfach. Für uns ist es auch wunderschön. Ist ja auch gerade beim Proben, es war einfach geil. Das ist voll gut, diese Chemie wieder aufleben zu lassen. Sollen wir den Leuten das Geheimnis von Monster Shit verraten? Dass ihr theoretisch beide den Text eigentlich kennt. Dass sowieso kein Mensch den Text kennt. Keiner ihn auch versteht. Das ist ein Monster-Shit. Two-Sus, Monster-Shit. Vergiss nicht, Freunde, es findet noch ein einziges Mal statt in Berlin. Erstmal dieses Jahr ein einziges Mal. Und wenn ihr das erleben wollt, was ich hier erlebe live, die beiden live auf der Bühne und andere gute Künstler, Brainwash Teil 2 in Berlin, Zitadelle, 26. August. AZAD. AZ natürlich. Du bist auf jeden Fall dabei, aber es werden auch andere Künstler sein, nicht dieselbe Formation. Natürlich. Vega Bosca, Casey Rebel, Nemo. Wie auch hier. Genau, Vis-a-vis. Wir haben eigentlich fast die gleiche Kombi. Vega ist, glaube ich. Vega ist auch da. Ja. Doch dann, nur Zilla war jetzt hier mit Amar und CR7Z. Und in Berlin wird das nur nicht da sein. Genau. Sonst alles gleich. Ja. Okay. Und es ist eine sehr schöne Location, Alter. Ich hoffe, dass es nicht regnet. Es ist eine Open-Air-Location. Ich war da mal mit Xavier. Es war sehr, sehr geil. Also das wird den Leuten gefallen. Also in fast so, kann man sagen, in einem Monat circa, ne? Oder? Ja. Sehr gut, Alter. Yes, freut mich. Dann würde ich sagen, Freunde, noch einmal bis gleich, bis später, Freunde. Viel Spaß. Brav. Yes, yo, Freunde, da seid ihr ja. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, aber wenn es keinen Spaß gemacht hat, dann bist du nicht Rap.
dann fühlst du nicht Rap. Du fühlst nicht Rap. Freunde, ich weiß, also falls jetzt der ein oder andere sagt, ja, aber Ruth, warum so kurz und so weiter. Freunde, aus obviously Gründen, wie man in Frankreich sagt, ist es ja klar. Ne? Festival, schnell, zack, zack. Ihr habt ja gesehen, die Jungs haben auch im Flur gechillt, alle. Ne? Die haben natürlich nicht so, ziehen jetzt nicht alle auf diese Modus, Interview-Modus. Also Stunde talken und natürlich hatten die auch den Auftritt. Also, ich werde versuchen, sie noch einmal zu erwischen für euch. Vielleicht auf dem Brainwash in Berlin und dann gibt es auch einen längeren Talk, versprochen. Vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Projekt zwischen den beiden. Ich weiß es ja nicht. Was, Digga, das ist ja der Anfang. Das hier ist der Anfang. Ja? Ich hoffe. Brainwash war eh geil. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr da wart. Ja, Freunde, wir sehen uns in Berlin. Oh, hoffe ich. Vielleicht sehen wir uns in Berlin bei der Brainwash-Ausgabe. Ich werde unten, alle, also Erich wird unten Verlinkungen machen, die nötig sind, damit ihr wisst, wo wann das alles stattfindet. Freunde, Hashtag dieser Sendung ist ganz klar. Auch wenn mich alle dafür verfluchen werden, weil ich jinxe. Jinxe. 1, 2. Sollen wir das probieren so? Einfach Hashtag dieser Sendung. Mach in die Kommentare. Aber nicht 1, 2, nicht 12. Ne? Das geht nicht. Mann, es geht doch nicht so klar. O-N-E-2. Hashtag O-N-E-2. Hashtag, mach einfach diese Filme. Abonnier den Channel hiphop.de und like dieses Video einfach. Like es einfach. Es gibt keine Begründung. Es ist Azad, Savage, bei was los. Like dieses Video. Denn brauchen wir jetzt noch eine Kausalität? Brauchen wir eine Kausalkette? Brauchen wir einen Argumentationsstrang? Nein. Was wir brauchen, ist ein USB-Stick, den ich als Werbegeschenk bekommen habe. Mit 1 GB. Schickt euch. Dämlicher Scheiß. Egal, Freunde. Schattenloser Kick. Gangzeichen für euch. Das war eine... Ich mache jetzt noch ein bisschen nachdenklich. Oft berührt. Ich bin sehr berührt. Ich schreibe gleich bei Facebook. Ich bin sehr berührt. Dann gucke ich sogar ein Foto. Nein, Freunde. Spaß beiseite. Es war wirklich, wirklich, wirklich Gänsehautstimmung, als die beiden auf der Bühne Monster-Shit gemacht haben und natürlich auch die anderen Hits. Ich habe euch natürlich ein bisschen was zusammengeschnitten von der Bühne, konnte ja jetzt nicht hier so stundenlang aufnehmen. Ja, nee, mache ich hier DVD oder was? Kommt selber, Brainwash Berlin, ja? Freunde, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns. Ich bin raus. Bah.